Im Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer mehr. 1921 ging es los, der Fußball war schon damals famos. Der Landkreis merkt auch heute die Kraft, die manchem schwer zu schaffen macht. Für Kameradschaft die Spieler sind auf jedem Gegner heiß, denn auf den Rängen mit Schlachtgesängen, da stehen die Fans in großen Mengen und alle wissen, hier ist er, der VfR, der VfR. Und alle wissen, hier ist er, der VfR, der VfR. Das war mal eine astreine Schwalbe. So war es dann auch, recht emotional. Ihr habt eine gute erste Halbzeit meiner Mannschaft gesehen, sehr starke 25 Minuten. Dann haben wir leider unter Föhring ein bisschen ins Spiel kommen lassen, haben wirklich gute Chancen bis dahin gehabt und ist trotzdem verdient 0-0 in die Halbzeit gegangen. Wir sind leider nicht mit dem Druck rausgekommen, den wir haben wollten, haben ein bisschen zu passiv gespielt, haben dann aber mit einem Riesenkonter natürlich eine überragende Chance gehabt, muss in eine Position weiterspielen, dann darf der Dennis ins leere Tor schieben. Haben wir leider nicht gemacht, hat der Abwehrspieler sich vorgeworfen und der Olli hat es leider nicht gemacht. Leider sind wir dann immer passiver geworden, haben unter Föhring immer mehr ins Spiel gelassen, mit vielen Standardsituationen, sehr viel mit Emotionen. Ist auch ein bisschen hochgekocht, aber ich finde das immer ganz angenehm. Es tut mir dann auch leid im Nachhinein, aber gehört dazu. Ich habe zum Franz vorher gesagt, dass es heute so kommen wird und genau so war es. Gott sei Dank haben wir da ein bisschen Glück gehabt auf den
einigen Situationen, weil ein paar Mal haben sie sich richtig gut durchgespielt, haben aber ein, zwei Querbälle zu viel gemacht, statt abzuschließen. Und dann haben wir Gott sei Dank irgendwann mit, für mich ist immer schade, einen Torwartfehler mag ich nie gerne sehen, aus eigener Historie heraus, aber ja, war leider so. Der Rest. Aber wir wussten, dass wir wahnsinnig starke Freischüsse haben. Der Flo hat, macht es halt gut und dann musst du halt da stehen und es machen, egal ob er ihn rauslässt oder ob er nur abwehren kann. Irgendwann musst du so ein Ding halt mal machen und heute haben wir es gemacht und damit haben wir es wahnsinnig gut verteidigt. Ich denke, mit einem 0-0 wäre ich irgendwann auch zufrieden, aber natürlich nehme ich in meiner Heimatgemeinde den Sieg gerne mit nach Garching und mit nach Hause in die Hofergalle. Das ist benannt. Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen. Wir haben alles probiert, was momentan in unseren Möglichkeiten steht. Und es ist halt dann bitter, wenn man durch so ein Tor verliert. Aber durch Fehler passieren halt einmal Tore im Fußball. Leider passiert das zu oft bei uns in der letzten Zeit. Dadurch haben wir eigentlich nicht den Erfolg, den wir uns wünschen oder die Punkte. Vorne brauchen wir natürlich auch viele, viele Chancen, sage ich jetzt einfach mal. So viel spielen wir uns aber nicht raus. Aber wenn wir uns so rausspielen, dann fällt halt der letzte Tick, bis dass wir das abschließen. Die Probleme sind bekannt, kann man ganz offen sagen, dass wir da Probleme haben vorne und hinten. Die müssen wir lösen, schnellstens, damit wir nicht noch weiter in den Schlamassel reinrucken. Wir sind eh schon tief genug drin, sage ich jetzt einfach mal. Wobei die Mannschaft alles probiert hat, kämpft hat. Es hat eine Kleinigkeit gefehlt. Ich kann es verstehen, wenn man dann so ein Tor kriegt, dann ist man ein bisschen enttäuscht, das ist ganz klar. Das bin ich selber auch, warum auch nicht, da bin ich zu sehr ein Fußballer. Vom Derby her hat es mir gefallen, da hat sich ein bisschen was gerührt, da waren ein bisschen Emotionen drin, das gehört dazu, so ist Fußball, so muss man es erleben. Alles andere ist kein Fußball. Dankeschön. Ja, ich glaube, wir haben die drei Niederlagen, die wir bisher haben, waren sehr unglücklich. Heute, auf deine Frage zu antworten, war das schlechteste Spiel von uns. Wir haben nicht die Balldominanz gehabt der letzten Spiele. Vielleicht haben die letzten zwei Wochen uns, wo wir jeweils 16 Minuten mit 10 Mann gespielt haben, auch ein bisschen zu viel Kraft gekostet. Wir hatten einen sehr starken Ausfall mit dem Georg Ball in der Mitte. Das tut uns schon weh. Der Kader ist da nicht ganz so breit aufgebaut. Aber er ist auf viel Kameradschaft und viel positive Energie aufgebaut. Und du weißt, wie das ist. Letztes Jahr nach einem Aufstieg nimmt man das gerne mit. Die Spiele, die wir wirklich wahnsinnig dominant waren, haben wir verloren und heute haben wir mal ein Spiel mit einer sehr guten Verteidigung gewonnen und das ist, für uns auch viel wert. Nochmal auf die Frage von Garching, warum sie heute nicht so gut gespielt haben, das liegt natürlich immer am Gegner, muss man schon dazu sagen. Je besser wir auf die zusammen einwirken, desto schlechter spielen die. Also so ist das nicht. Garching spielt nicht von Haus aus schlecht, sondern die spielen nur schlecht, weil der Gegner gut ist. Das muss man auch sagen. Wir haben jetzt 16 Punkte. Wir sollten doch noch ein paar holen. Ich mag das so früh wie möglich safe haben, die Liga. Dementsprechend werden wir gucken, dass wir unseren Aufwärtstrend auch die nächsten Wochen bestätigt kriegen. Jetzt haben wir nächstes Wochenende Eichstätt. Die habe ich ja schon zweimal gesehen. Einmal gegen euch und einmal gegen Ismaning. Ist eine wahnsinnig solide Mannschaft. Spielen ohne Fehler und Tadel. Da müssen wir uns durchkombinieren und müssen wir irgendwie gucken, dass wir eine Möglichkeit kriegen. Und dann kommt Pasch, dann haben wir eine Woche, wo unser Kapitän, der Benny Niebauer, heiratet. Wo wir dann dienstags bei der Wundertruppe spielen. Ich gehe davon aus, dass wir mal in Unterhaching spielt, dass man, wenn man unter der Woche spielt, wahnsinnig viele von oben kriegt. Ja, aber da geht mal eine Hochzeit vor. Am Wochenende haben sie netterweise für uns verlegt. Und dann kriegst du Eichstätt. Also das sind BC Eichach und das sind schon ein paar gute Aufgaben die nächsten Wochen. Ich hoffe, dass wir ein paar Punkte mitnehmen können. 20 werden aus den nächsten drei Spielen werden 4 Punkte schön.